5 typische Fehler, die ein Rennstreckenanfänger machen kann. Nummer 1. Versuchen spät zu bremsen. Speziell Anfänger neigen dazu, zu versuchen, spät und hart zu bremsen. Dabei hat das noch nicht mal was mit Spätbremsen zu tun und somit wird sämtliche Energie am Ende der Geraden vernichtet, sodass man vor der Kurve schon feststellt, zu langsam zu sein. Ein relativ einfacher und simpler Trick, dieses Spätbremsen in den Griff zu bekommen, ist eigentlich weniger spät und weniger hart zu bremsen. Mehr Ruhe, mehr Entspanntheit führt in der Regel zu viel lockeren und saubereren Bremsmanövern, sodass man den Kurveneingangsspeed, welcher so drastisch notwendig ist, um schnelle Rundenzeiten zu fahren, signifikant erhöht. Nummer 2. Keine Geduld in der Kurve. Ein weiterer Punkt ist die nicht vorhandene Geduld am Scheitelpunkt. Da die Kurve durch den verpatzten Eingang und durch das vermeintliche Spätbremsen sowieso schon für einen Eimer ist, dauert die Kurve natürlich verdammt lange. Dadurch kann man es regelrecht kaum erwarten, endlich wieder beschleunigen zu können. Dabei verpatzt man sich dann so dermaßen den Ausgang, dass man das Gas wieder schließen muss, um nicht ins Kiesbett am Kurvenausgang zu fahren. Die Gerade, in welcher man eigentlich die Zeit gut machen sollte, und ich meine damit, man macht die Zeit nur auf der Geraden gut, wird dann eher zum Gestopsel. Auch das geistige Sammeln von dem Adrenalinkick am verpatzten Ausgang der Kurve und das vermeintliche Spätbremsen wird dann erstmal verarbeitet, bis man feststellt, dass es jetzt eigentlich die Phase des Vollgasfahrens wäre. Stattdessen sollte man sich am Scheitelpunkt lieber etwas in Geduld wägen. Eine Sekunde mehr warten bringt manchmal 2 Sekunden bessere Rundenzeiten. Nummer 3. Der Überholvorgang, der eine halbe Ewigkeit dauert. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, es gibt immer schnellere oder langsamere. Deswegen kann es schon mal vorkommen, dass ein Anfänger auf einen 3 bis 4 Sekunden langsameren Fahrer aufläuft. Das passiert im Übrigen, weil man schneller war. Das betone ich so, da das später ein notwendiges Erkennungsmerkmal wird. Nun ja, jetzt beginnt erstmal der Kampf ums Überleben. Alles wird probiert. Innen, außen, beim Anbremsen, beim Beschleunigen, in der Kurve, vor der Kurve, nach der Kurve. Nichts funktioniert. Runde um Runde versucht man, mit all seiner Kraft an dem langsameren Fahrer vorbeizukommen. Aber es will einfach nicht klappen. Zu guter Letzt wird die Brechstange aus dem Ärmel geholt und es geht am letzten Drücker kurz vorm Scheitelpunkt innen vorbei. Dabei hat man ganz vergessen, dass der Vordermann eventuell noch nicht mitbekommen hat, dass du eventuell schon 4 Runden hinter ihm ums Überleben wärst. Schlussendlich finden sich beide Fahrer im Kies wieder. Der Vordermann stinksauer, zu guter Recht, ohne zu wissen, wie ihm geschah. Der Hintermann eher etwas verdutzt und beschwert sich ebenfalls, warum der Vordermann keinen Platz gemacht hat. Tja, keine Seltenheit auf den Rennstrecken Europas. Ohne verschiedene Überholtechniken aufzulisten und zu erklären, gibt es eine wichtige und meist vernachlässigte Technik, am eigentlich langsameren Vordermann locker vorbeizufahren. Denn es hat einen Grund, warum du auf den langsameren Fahrer vor dir aufgelaufen bist. Du bist nämlich schneller. Allerdings bist du das nicht mehr, sobald du die Buchstaben auf dem Hinterteil des Vordermanns auswendig gelernt hast und dabei noch erkennen kannst, wo seine Lederkombi eventuell noch den Schmutz vom Vorevent drauf hat. Nicht nur, dass du jetzt eventuell auch die gleiche bescheuerte Linie fährst wie der Vordermann, sondern ebenso fängst du systematisch an, deinen eigenen Blick nur mehr auf das vor dir fahrende Motorrad zu richten. Dabei lautet die Devise: Schau durch ihn durch. Du darfst ihn nur noch out of focus im peripheren Sehen wahrnehmen, um lediglich zu erkennen, wo er sich aufhält, damit du weißt, falls er etwas macht, was du eventuell mitbekommen sollst, ohne ihn abzuschießen.
Wenn du das bewusst machst, also durch ihn durchzuschauen, wird es ein Kinderspiel, an ihm vorbeizufahren, und das vor allem sicher. Nummer 4. Geradeaus fahren ist schwieriger, als man denkt. Hast du nicht gedacht? Naja, sei mal ehrlich zu dir selbst. Was fühlst du beim Geradeausfahren? Das sollte eigentlich die Zeit der absoluten Entspannung sein. Du denkst wahrscheinlich, dass du dich richtig klein gemacht hast und absolut windschnittig bist. Oder? Wenn du genauer darüber nachdenkst, dann wirst du erkennen, dass es meist gefühlt in Armen und Händen sehr anstrengend ist. Und du teils das Gefühl hast, das Motorrad fährt unter dir weg und dich zieht es einfach nach hinten runter. Ja, das Gefühl hatte ich auch sehr, sehr lange. Wenn du ein Foto von dir siehst auf der Geraden, hat das meist wenig mit dem tatsächlichen Gefühl zu tun. Der Kopf ist über der Kanzel, es sieht nicht gerade entspannt aus und von perfekter Aerodynamik keine Spur. Meist liegt das nicht an deinem Oberkörper und nicht daran, wie gelenkig du bist, um mit dem Kopf weiter in Richtung Tank zu kommen, um mit der Kanzel eine Linie zu ergeben, sondern liegt der Ursprung hierfür in der Regel am fehlenden Rastendruck, zu viel Sitzkraft und auch am falschen Sitzplatz zu sitzen. Ich versuche auf der Geraden maximalen Rastendruck zu erzeugen, indem ich das Hinterteil kurz hochhebe, die Knie an den Tank presse und dabei mein Gesäß so weit nach hinten wie nur möglich platziere. Manchmal sitze ich dabei schon fast auf der Heckverkleidung. Das gibt mir als sehr großer Mensch allerdings die Möglichkeit, maximal Platz für Oberkörper und Arme zu kriegen. Des Weiteren hat man den Vorteil, dass der Winkel im Rumpf durch die etwas höhere Sitzposition weiter hinten geringer wird und man somit den Oberkörper und auch den Kopf weiter nach unten bringt. Folgedessen werden auch die Arme lockerer. Nummer 5. Früh genug umsetzen oder umgesetzt bleiben ist eine Wissenschaft für sich. Fast schon unangenehm ist es mir, dieses Thema hier wieder aufzunehmen. Schon zig Male habe ich es zelebriert. Eines der leidigsten Themen rund um das Coaching. Warum hast du dich nicht vor dem Anbremsen schon umgesetzt? Normalerweise mache ich das, aber das habe ich da vergessen. Das höre ich so gut wie immer. Und schlussendlich üben wir einen ganzen Coaching-Tag nichts anderes als umsetzen. Frustrierend eigentlich, wenn man bedenkt, dass ein Schüler 2 Motorräder, 2 Startplätze und meine Arbeitszeit finanziert, obwohl er das eigentlich kostenlos auf YouTube lernen hätte können. Aber er hat ja schon alle Videos auswendig gelernt und er kann auch das Umsetzen wirklich, wirklich, wirklich gut, dachte er. Manchmal werde ich damit sogar belächelt, so nach dem Motto, das ist doch nicht so wichtig. Ich kann euch eins sagen, ohne Fundament kein Haus, ohne frühes Umsetzen keine Rundenzeit. Einer meiner Bekannten, dem ich das schon immer bei seinem Fahrstil so ein bisschen angekreidet habe, dass er sich nicht früh genug umsetze, hat sich auch schon schwer getan, mir die Priorität davon abzukaufen. Bis er für eine horrende Summe Geld ein Coaching mit Scott Redding gebucht hatte und der ihm nach dem allerersten gemeinsamen Turn sogar befohlen hat, sich früher umzusetzen. Ab dem Tag an war diese Diskussion dann Geschichte. Danke fürs Zuschauen. Schöne Woche euch noch. Viel Spaß. Danke und bis bald.